Komisch, hier liegt einfach ein Buch herum. Sei vorsichtig, es könnte eine Falle sein. Hier steht, und es regnete Blut vom Himmel, als das Böse erwachte. Es breitete sich aus wie eine Krankheit, doch es war schlimmer. Gegen Krankheiten gibt es Heilung. Doch das Böse, das in dieser Nacht erwachte, war eine Apokalypse, eine letzte Geisel der Menschheit. Und es schuf weitere seinesgleichen. Vom Blut genährt, vom Tod gelenkt, suchte es sich seinen Weg durch alle Länder und Städte. Unaufhaltsam, unbesiegbar geboren, um zu töten. Und die Menschen nannten es Vampir. Wirklich sehr dramatisch geschrieben, aber warum liegt das hier rum? Wahrscheinlich geht Abaxas selber regelmäßig durch den Turm. Der Autor dieses Buches ist Vincent Wehnert. Vincent Wehnert, für einen Menschen ein wahrhaftig großer und edler Mann. Wenn er wüsste, du... Kanntest Vincent Wehnert? Ja, er hatte mich vor vielen Jahren fast gerettet. Wieso fast? Nun, wie du siehst, konnte er nicht verhindern, dass ich ein Vampir geworden bin, aber dafür bin ich ihm inzwischen irgendwie dankbar. Aber Abraxas ist in irgendeiner Verbindung, aber ob Abraxas in irgendeiner Verbindung zu Vincent steht, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich Abraxas endlich mal so Gesicht bekomme, kann ich dir vielleicht eine Antwort geben. Aber bisher muss ich mir unter Abraxas einen widerwärtigen Vampir vorstellen, der meine schöne Elaine verletzt hat. Wir werden es schon aus ihm rausprügeln, also weiter. Speicherstein, okay. Ja, wir kennen ja die Story so ein bisschen. Wir haben es am Anfang ja ein bisschen gesehen. Es ist kein großes Geheimnis, dass Abraxas es war, der den Asgard zum Vampir gemacht hat. Ist halt die Frage, wie reagiert Asgard drauf, wenn er das mitbekommt. So, gibt es hier in den Fässern noch irgendwas, wo das ein oder andere Geheimnis... Ja, nein, vielleicht. Okay. Ich erstmal hier gelandet. Yeah, hau raus, Mädchen. Alles klar, Asgard, wunderbar. Das macht den Schau daneben Wallner schon gleich wieder wett. Super. Oh, das wird. Ja, schön. So, jetzt gehe ich hier lang. Hier gibt es bestimmt wieder 1 Milliarde Fallen. Wie komme ich da hin? Ich weiß, wie ich da hinkomme. Stimmt. Die Frage ist, wie komme ich da runter? Ich weiß, wie ich da hinkomme. Okay. Na gut. Will ich mich eigentlich so richtig, will ich mich jetzt nicht beklagen. Die haben wenigstens ordentlich Damage. Konfusion, nicht betroffen. Wunderbar. So, jetzt mach ich die mal platt. Komm, noch ein Crit. Asgard, wie wär's? Nein, alles klar. Fängt stark an zu bluten, wird gelaufen. Wallner, du. Komm schon, trefft ihr den Sauhund auch mal? Danke. Super, Asgard erreicht Level 48. Hast du es auch mal geschafft? Heilelixier. Ja, bringt natürlich nicht viel. Blutfülle. Passt. Gut, hier kann ich jetzt erstmal nicht viel machen. Okay, egal, haben wir das auch gemacht. So. Ich hasse. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Vampire langsam immer schwächer werden. Aber das kommt mir so ein bisschen so vor, als würden die drei immer so zwischendurch immer ein bisschen weniger Schaden machen. Aber na gut. So, dann muss ich jetzt.
jetzt doch langsam den offiziellen Weg gehen. Man muss erst irgendwie... Ja, das meine ich nämlich. Irgendwie entweder weichen die Gegner aus oder ich schaff's mich mit drei Angriffen, die zum Sterben zu bringen. Das ist eigentlich ein bisschen weird. Das war am Anfang nicht der Fall. Vor allem diese scheiß Blutskelett geht einem so auf den Sack. Ich meine, XP und starke Seelen, wunderbar. So, wie viele starke Seelen habe ich denn eigentlich? Starke Seelen 93. So. Verfügbare Seelen 11. Ich will jetzt die starken Seelen benutzen. Komm, mach ich mal Stärke. Normale Seelen. Komm, normale Seelen. Wessen Eigenschaft steigern? Wallner, Stärke, feuerfrei. Der kriegt jetzt alles auf Stärke. So, genau. Ich brauche 30 schwache Seelen, 20 normale Seelen und 10 starke Seelen, um meinen Punkt auf 1 zu erhöhen. Verteidigung habe ich ja eigentlich genug. Von daher kann ich meine Seelen, die ich gesammelt habe, ruhig mal ein bisschen ausgeben. Ja, ich lege den Fokus vielleicht ein bisschen zu sehr auf Wallner. Aber wir spielen den Kerl halt nun mal. So, 375 Damage. So, okay. Jetzt die starken Seelen. Wallner, Stärke, wunderbar. Das mache ich und ja, das kann ich eigentlich durchgehend machen. Dann machen wir mal ein bisschen was anderes. Nein, ich habe nicht genug schwache Seelen. Wallner? Ja? Hi. Nix da vorne hin? Ich bin gerade. Bitte? Ja? Okay, alles klar, danke. Stärke. Okay. Wunderbar. Oh, Controller, bitte. Ich habe doch zweimal nach unten gedrückt. Na gut. Ja, das Steuerkreuz von dem N64-Controller ist nicht ganz so perfekt. Natürlich erstmal alles auf Stärke, das ist klar. Ich meine, das tut nicht weh. Jetzt fange ich an, den Wallner ein bisschen mit Stärke zu buffen. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, Wilhirt. Das tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Aber so ist es nun mal bei diesem Spiel. Das muss sein. Ich hoffe, die paar Minuten könnt ihr abhalten, bis ich weiter hier spiele. Aber ich will nicht Seelen ernten, ohne dass sie mir was bringen. Ah, dieser scheiß Ohrwurm! Es ist so eine Last. Wirklich, seit Monaten fange ich an, diese scheiß Melodie permanent zu summen. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, die hatte ich einfach irgendwie im Kopf und dann, ich habe noch nicht mal Mario oder so wirklich gespielt. Ja. Blöd gelaufen. Na gut. So, wieder zurück hier in dieser Ebene. Jetzt gehe ich aber den Real-Weg lang. Den ich zuerst lang gehen muss. Gegenstand, Blutflasche. Ja, das passt. Super. Dann wollen wir gleich mal gucken, wie viel Damage der Wallner jetzt macht. Er hat nämlich mindestens mal 10 Damage von mir gekriegt. Ja, 10. Ja, okay. Ist natürlich nichts gegen so einen kritischen Schaden.
So, hoch, dann nach links. Ich weiß immer noch nicht, wie man in diese Kacktruhe kommt. Doch, ich weiß wie. Hoffe ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier gibt es noch einige Truhen zu holen in dieser Ebene, bevor ich jetzt weitergehe. Das werde ich auch machen. Ich gucke so ein bisschen nach links auf die Komplettlösung, um mir einfach einen Überblick über die gesamte Ebene zu geben, weil wenn ich mich in diesem Bereich, in diesem kleinen Bereich, den ich sehen würde, mich orientieren müsste, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre zu viel. Das wäre wirklich zu viel. Wie viele brauche ich noch ungefähr? Lass mich mal ganz kurz überlegen, wenn Asuka Level 48 erreicht, müsste der doch eigentlich... Die Elaine hat mehr, okay. Der Weiner hat 55,1. Das sind noch 68, okay. Hier unten ist eine Plakette, darauf steht Auroras Träne fließt. Das ist sehr merkwürdig. Giftsäbel, das ist okay. Das ist jetzt der lange Weg. Dann gehe ich nach oben, dann nach links, gibt es eine kleine Truhe. Ich hoffe keine Fallen oder so. Mindestens mal die Elaine kriegt von mir einen Blutschutzring jetzt angezogen. Das geht nämlich gerade so ein bisschen auf den Sack. Dieses weit ausholen nervt einfach nur. Das nervt. Mal was trinken. Nochmal auf Toilette. Hier hoch, dann nach links. Bluttrank, ja, es ist alles Müll eigentlich. So, hier gibt es jetzt noch eine. Es gibt folgendes Problem. Ich weiß nicht, wie ich an die rote Truhe komme. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Da wird bestimmt irgendwas Besonderes drin sein, sonst wäre die Truhe nicht rot. Die Frage ist, mein Blick der Geister zeigt mir jetzt nicht, dass hier ein Geheimgang drin ist. Okay, hat sich geklärt. Da war der Vampirring drin. So habe ich das auch nachgelesen. Okay. Und das habe ich. Okay, dann habe ich diese Ebene jetzt fertig. Jetzt muss ich die nur noch regulär entlang gehen. Okay. Gut. Ja. Deswegen habe ich nachgeguckt. War jetzt nicht so wichtig, weil da auch laut Komplettlösung Vampirin drin sein sollte. Ich habe aber schon mitbekommen, dass das nicht unbedingt immer der Fall, also dass der Inhalt der Truhe nicht immer richtig sein muss. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig und gucke einfach, wo ich hinkommen kann. So, wir müssen jetzt... Wenn wir den Bankkreis betreten, kommt ein Miniboss.
Das weiß ich, weil er mir nämlich schon ein paar Mal die Tour versaut hat damals. Deswegen ist er bei mir im Gedächtnis geblieben. Will ich einen Vampirstein benutzen? Eigentlich nicht. Ja, das ist okay. Die Elaine kriegt dann noch mal ein paar Blutfilionen. Und der Wallner beschwört noch mal einen Dämon. Ich weiß nicht, ob es wichtig oder nötig ist, aber es tut nicht weh. Was passiert denn jetzt wieder? Wir sollten vorsichtig sein. Ein Succubus! Eine verdammte Succubus! Schade um ihren schönen Leib. Gleich wird sie bluten. Oh, schade. Ach komm, Angriff drauf geschissen. Hat sich aber sehr bedeckt gehalten. Succubus ist halt ein weiblicher Dämon. Kennen wir ja aus Witcher 3. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber hübsch gemacht, muss man sagen. Boah, Klingenregen. Stark anzubluten. Ist das mies? Oh, schade. 500. Super. Das war leichter als erwartet. Hört sich an, als hätte sich irgendwas verschoben. Genau, das haben wir jetzt gemacht und dann geht's hier runter. Wieder. Müssen wir den ganzen Weg zurück? Okay. Wie gesagt, also, wenn du das blind machst, viel Spaß. Viel Spaß. Also, der Abraxas-Turm, da hat sich der Malix echt was ausgemacht. Ich muss diese Auflage jetzt mal ganz kurz runtersetzen. Das wird mir dann doch zu viel. Probleme kriegen solltest, dann hilft dir ungemein. Aber auf Dauer kannst du dich da nicht draufsetzen. Das ist so eine Massagematte. Ich hatte ja mal eine Zeit lang starke Rückenprobleme. Und von daher, ja, dementsprechend. Ne, war halt nicht so geil und wenn du halt einmal Rückenprobleme hast, hast du immer Rückenprobleme, aber seitdem ich die Matte habe, ist eigentlich super. Wenn ich merke, dass es dann problematisch wird, dann setze ich mich da mal drauf für 10 Minuten, dann ist etwas gegessen, aber dauerhaft, das ist echt Krütze, diese Shizu-Kreise im Rücken zu haben. Ist egal, machen wir zurück. Ich muss jetzt einen anderen Weg entlang gehen, jede Ebene hat ungefähr 4 Treppen. Und ja, also ohne Komplettlösung würde ich, habe ich gemacht, ich habe es geschafft. Ich habe Vampire Storm, wie gesagt, einmal durchgespielt, da gab es noch kein Internet, also da hatte ich noch, also gab es schon, aber da hatte ich noch kein Internet. Also für mich gab es da noch kein Internet, weil ich da einfach noch ein bisschen jünger war. Ich war da zwar schon 18, aber ich habe, glaube ich, erst spät Internet bekommen. Schön, dass der Dämon noch ein bisschen mithilft. So, jetzt hier nach oben. Wenn du hier nämlich hoch gehst, ohne diesen Succubus zu besiegen, ja, dann ist der Weg nämlich mit einem, mit so Ziegelstein versperrt. Ja? Hi. Es gab in den letzten 2, 3 Wochen ziemlich viele Konflikte, wo es gerade drin ist. Okay. Sich gegenseitig schon wegen des Inventar-Jobber. Und wir haben gerade kurz gesprochen und der Plan ist, dass wir
Mhm. Dass wir jetzt einfach irgendwo einsetzen und sagen, okay, das ist jetzt machen wir es. Mhm. Genau. So, okay. Also die Dienste dann? Ja, kann ich machen. Ich hänge ja sowieso schon seit 3 Wochen dran. Obwohl ich zwar komisch finde, dass Steve sich weigert, weil wir haben ja diesen Monat für ihn übernommen. Der ist ja schon seit fast 2 Monaten nicht dran gewesen. Das kann hinkommen, das kann aber hinkommen. Gut, auf der anderen Seite hat er auch viel dreckig gemacht. Also aber ist okay, ja, ich kümmere mich diese Woche dann drum. Hm? Alles klar. Jo, kein Problem. So, hier gibt's nämlich Stopper. So. So, erstmal hier lang. Trank der Ewigkeit. So, tut mir leid, dass das jetzt so... Ich könnte eigentlich beim Dämon wirklich die Zauber benutzen. Weil er sich sowieso gleich auflöst. Also von daher... Jo! Dieses Schwert ist noch brauchbar. Giftiges Schwert erhalten. Ist zwar schön, aber ist eigentlich nur Müll. So, dann hier runter. Okay. Wunderbar. So. Jetzt muss ich erstmal hier diesen Dämon besiegen. Da hole ich mir aber auf jeden Fall nochmal einen Begleiter. Weil die doch einiges auf dem Kasten haben. Ich bin gerade hochkonzentriert. Dämon beschworen. Und wieder einmal. Das schaffen wir auch noch. Was haben wir hier? Wieder ein Succubus? Bei Abraxas kann ich mir das vorstellen. Riesenkäfer. Was ist das für ein Riesenvieh? Tja, dieses Riesenvieh hat gleich Riesenschmerzen. Schattenherrschaft. Jawohl. Angriff. Yeah. Geil. Druff. Jawohl. Schattenherrschaft ist ganz geil. Und jetzt drauf. Es tut mir so leid für die Elaine, weil die einfach noch keine Vampirkrallen hat. Macht die Zero Damage. So, okay. Jetzt zum Opferdolch. Das ist der letzte Auftrag. Deswegen nicht einfach durchrushen. Das muss man aber wissen, sonst verkackt man da einfach. Ich will hier vor allem nochmal was testen, ob der Blick der Geister wirklich funkt oder nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das nicht der Fall ist.
So, hier waren Mauern. Die haben den Weg versperrt, deswegen den Miniboss. Okay, hier runter, dann ganz nach unten, dann nach rechts. Musste einfach selbst so nach Gefühl machen. Da kommen wir nämlich zu einem geheimen roten Truhenraum. Und da ist nämlich diese, da soll der Opferdolch drin sein, den wir für den letzten Auftrag der Kinder der Apokalypse brauchen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist oder nicht, aber es war am Hammer. Jetzt nach oben, dann nach links. Opferdolch, wunderbar, wunderbar. Und hier drauf ist die Sau fertig. Gar nicht nachgefragt. Wunderschön, aber irgendwie... Jawoll! Oh, die kritischen Treffer sind super. So, drei starke Seelen. Wie viele starke Seelen habe ich denn jetzt? Wieder 49. Das bedeutet, ich könnte den Wallner auch mal langsam wieder aufpeppen. So, ich mache hier einen Stoppi, dann sehen wir uns beim nächsten Part einfach wieder. Ja, also für mich direkt, ich ziehe das jetzt hier durch, Aufnahmesession, Apraxasturm, aber sehen wir dann. Also bis dahin, Leute, macht's gut, ciao mit V, bye bye.